Gode und ich kennen uns so seit ein bisschen mehr als 5 Jahren. Wir haben uns getroffen und dann fanden wir uns gleich gut. Ich fand ihn schick und dass er so ein Schlauberger ist, fand ich super. Dass er alles weiß, fand ich super. Aber so nach 2,5 Jahren war unsere Beziehung nicht gut. Gude hatte plötzlich so eine Härte, die er vorher nie hatte. Hat sich über Sachen beschwert, die ihn vorher nicht gestört haben. Und das auf eine Art, die ich nicht kannte. Und da habe ich gedacht, spinnt der jetzt? Wen meint der? Das bin ich überhaupt nicht. Und im Nachhinein hat es aber irgendwie Sinn gemacht. Vielleicht war da in seinem Kopf schon irgendwas. Schön war es am Strand, weil es war so schönes Wetter. Jo. Das kommt immer selten vor, aber jetzt ist meine ganze Kokosmilch alle. Dann kann ich doch nicht den Kokoskuchen backen, dann muss ich den Zitronenkuchen noch mal backen. Ich guck meiner Frau beim Backen zu. Wie Kino. Ja. Seit 2 Jahren oder so backe ich immer einen Kuchen. Also du sagst ja schon 2 Tage vorher, noch 2 Tage, dann musst du einen Kuchen backen. Und dann habe ich es schon mal so ausprobiert mit, ja, weiß nicht, ich bringe dann was mit und ich habe noch ein Franzbrötchen von gestern und so. Und das war aber, das habe ich gemerkt, ne? Ganz sensibel habe ich das gemerkt, das geht nicht. Ich habe mich zu Anfang echt geziert. Ja, alles chaotisch gemacht und geziert. Genau, weil es gab nämlich Alternativen. Ja. Also es gab nämlich früher, war nämlich noch, wenn der Kuchen nicht da war, dann hast du zum Beispiel einen Knäcke geschmiert mit Honig drauf. Oder ist ja auch lecker, ne? Ja. Aber das geht nicht mehr. Also es geht einfach, das Schmieren geht nicht mehr. Und seit das Schmieren nicht mehr geht, geht am Kuchen absolut kein Weg dran vorbei. Ja. Das muss ich auch immer dann aufräumen. Dann abends und sie räumt für mich auf und sie hält sich ungefähr die Waage und immer dann, wenn sie nicht aufräumt, gibt's Ärger. Ja, gibt's Ärger. Das bringt mich durcheinander. Zusammen wohnen wir erst seit kurzem. Nachdem mein Mann vor einem halben Jahr das 3. Mal am Gehirn operiert wurde, musste er zu mir ziehen, weil er in seiner alten Wohnung allein nur noch schwer zurechtgekommen wäre. Mein Mann ist 59 Jahre alt und hat einen sehr bösartigen Hirntumor. Das Glioblastom kam bisher 2-mal zurück und wurde 3-mal operiert. Wir sagen Hirn amputiert, denn ungefähr 1/4 seines Hirns ist dabei entfernt worden. Glücklicherweise hat er nicht nur ein sehr großes, sondern auch ein sehr leistungsstarkes Hirn in einem starken Kopf. So ist der Rest immer noch ziemlich funktionsfähig. Dieser Bereich muss immer tippitoppi sein. Ich nenne es die autistische Phase. weil ich mir das so vorstelle, dass das bei Autisten genauso ist, dass man die auch nicht durcheinander bringen darf. Da muss auch immer alles geregelt sein und und immer an der gleichen Stelle und kein Durcheinander und so. Ich glaube, wenn man so eine Situation total ernst nehmen würde, dann ist es noch trauriger, als es sowieso schon traurig ist. Gude kann auch total schnell heulen. Jetzt zum Beispiel. Ja. Das stellt man sich nur so vor, dass man so viel heulen muss die ganze Zeit. Eigentlich geht es ja nur darum, mit einer Situation klarzukommen.
schwierig wird es dann, wenn einem einfällt, dass es vielleicht vorbei ist. Dann ist es nicht mehr witzig. Aber über das Kranksein kann man auch viele Späße machen. Über das Sterben nicht. Das ist kein Teil des Witzes. Das Kranksein ja, auch alles das, was damit zu tun hat. Aber nicht das Ende. Das Ende ist einfach nicht witzig. Ja, fühlt, ja schon, was am Ende übrig bleibt. Der Verlassene, der ist schön dran. Der ist ganz schön scheiße dran, der bleibt, weil der hat ja, der ist ja dann alleine. Der andere kann ja einfach gehen. Irgendwann. Das ist auch ganz schön ungerecht. Für einen Patienten mit seiner Diagnose ist die mittlere Lebenserwartung 6 Monate. 12 Monate sind schon ein Langzeitüberlebender. Mit 2 Jahren ist mein Mann ein Wunder. Der Tumor konnte bei der letzten OP nicht mehr ganz entfernt werden. Eine weitere OP ist nicht mehr möglich. Dieses Jahr ist also selbst mit viel Optimismus sein letztes Lebensjahr. Was das bedeutet, kann ich nur erahnen. Die Diagnose kam ja im Sommer, im August. Und ich würde sagen, seit Anfang des Jahres davor hatten wir schon Schwierigkeiten auch miteinander. Und die kann man jetzt zum Teil, finde ich, auch darauf zurückführen, dass da im Kopf schon irgendwas gewachsen ist. Also er war plötzlich zum Beispiel auf eine komische Art fordernder und kritischer und ein bisschen gemein. Und das war eigentlich vorher nie. Nie. Es war schon kurz vor Trennung. Und dann wurde eben die Diagnose gestellt: Hirntumor. Da habe ich dann gedacht, nee, Moment, also dieses mit dem, weiß nicht, ob es weitergeht, also so habe ich das nicht gemeint. Das weiß ich noch ganz genau. Also es ist ja was anderes, ob man denkt, man, vielleicht trennt man sich oder vielleicht bleibt man noch zusammen oder mal gucken oder vielleicht mal kurz oder eine Pause machen. Oder zu wissen, der, wenn ich den jetzt nicht behalte, dann ist der ja ganz weg. Also das ist eine total andere Qualität von Trennungsgedanken, die dann kommt. Das war für mich dann nicht mehr möglich. Es war total klar, nee, dann möchte ich mit dem zusammen sein. Dann war kein Zweifel mehr. Das war alles weg. Alle Zweifel, die es vorher gab, man weiß nicht und wie lange noch und mal gucken und das nicht oder dies nicht, war alles weg. Ja, das war bei mir genauso. Ich wollte dich haben, einfach, für immer. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl gehabt, das ist ernst war. Ich habe sofort begriffen, dass ich erneut heiraten muss, weil ich mir einfach klar war. Ja, einerseits, damit du versorgt bist, andererseits, damit wir zusammengehören. Ja. Sein Gang ist unsicher geworden. Der Tumor, besser gesagt das Loch, das der wegoperierte Tumor hinterlassen hat, ist am motorischen Zentrum angedockt.
Er muss sich beim Laufen konzentrieren und er läuft jeden Tag mindestens 10.000 Schritte mit dem Hund. Die habe ich mir ausgesucht, noch im Krankenhaus. Da wollte ich einen Hund haben. Weil er mich am Leben erhält. Als bei meinem Mann vor anderthalb Jahren Krebs diagnostiziert wurde, war das Erste, was er gesagt hat, jetzt will ich einen Hund. Wir haben uns dann für ein kleines Elo-Mädchen entschieden. Er hat sie Grisi genannt, die Graue, weil die beiden sich so ähnlich sehen. Die sind ja irgendwie beide total grau. Gude weiß nicht, ob er ohne den Hund überhaupt noch da wäre. Ich denke manchmal, vielleicht ist es ja auch andersrum, dass Gude so lange bleibt wie Grisi, weil er ja die Verantwortung für sie hat. Das wären dann noch mindestens 12 Jahre. Grisi ist ja noch jung. Er passt so gut zu mir. Kein Hund passt so gut zu mir. Das ist verblüffend. Kann mich ja auch ohne Sprache verständigen. Ich bin seit der dritten Operation quasi außer Gefecht gesetzt. Und ich habe viel mehr im Haushalt getan. Ja, vor allem hast du immer das Frühstück gemacht. Du hast immer das Frühstück gemacht. Ich nie. Ja. Aber du machst ja sowieso noch total viel im Haushalt. Top-Hobby: Staubsaugen. Ach. Mit dem besten Staubsauger der Welt. Statt Motorradfahren. Staubsauger statt Motorrad. Ja. Ja. Ich habe sehr deutlich gespürt, als Gude hierher gezogen ist, dass er versucht hat, überall sozusagen seine Markierungen zu hinterlassen. Und überall was hintun, was sozusagen symbolisiert, dass er hier ist und nicht hier eine Bedeutung hat. Das war sehr anstrengend. Ich habe mir aber vorgenommen, weil ich das wusste, dass das kommt, ich werde alles akzeptieren, was er ändern möchte. Alles. Es war zum Beispiel ganz wichtig, dass er einen Arbeitsplatz hat, auch wenn klar war, dass er nicht mehr arbeiten wird. Hier sind seine vielen, vielen, vielen Gitarren. Ich glaube, es sind 25 Stück. Und vor allem, aber das ist auch richtig geil, er hat ja sein ganzes Werkzeug mitgebracht und ich bin auch Bastler. Und er hat den Werkzeugkeller komplett schick aufgeräumt, so wie der nie vorher war. Bei mir war alles in irgendwelchen Boxen drin und jetzt haben wir so Lochbleche mit so Haken dran und dann hängt da der Hammer, der Hammer, der Hammer und in einer anderen Größe und wir haben alles. Das Leitwerk hier, jetzt den größten, und da ist zum Beispiel Klebebänder. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre sehr, sehr krank, ich müsste alles aufgeben, alles, was ich mal konnte, kann ich irgendwann nicht mehr. Alles, was ich mal hatte, will keiner mehr. Alles, was ich mal schön fand, ist nicht mehr um mich rum. Das wäre furchtbar. Ein Spruch, den meine Mutter mir mitgegeben hat, immer wenn ich gefragt habe, warum soll ich das denn machen? Dann hat sie immer gesagt, weil du es kannst. Und das hat sie so oft gesagt, dass das bei mir total hängen geblieben ist. Also frage ich mich, kann ich den Keller mit Gerümpel vollstopfen und trotzdem gemütlich leben? Ja, kann ich. Weil es für jemand anderen wichtig ist, der mir am Herzen liegt. Da hat wohl einer den Schraubendreher nicht korrekt weggeräumt.
in die Schraubendreher-Schublade. Wenn man alles zu einer Kampfzone macht und der andere hat ja gar nicht mehr die Macht zu kämpfen, dann zeige ich ja immer, ich bin mächtiger. Das weiß der ja auch ohne den Kampf. Ohne den Kampf ist total klar, wie die Kraftpositionen sozusagen sind. Ich würde nicht sagen die Machtposition, weil er hat ja über mein Leben eine irre Macht. Die Macht hat Gude, dass ich mein Leben so führe, wie es zu seiner Krankheit passt. Und mein Leben wäre völlig anders, wenn es nicht auf jemanden mit einer Krankheit eingestellt wäre. Ich kann erst wieder machen, was ich will, wenn Gude nicht mehr lebt. Es gibt ein Nachdenken über das Ende, was erschreckend ist. Also, wenn er stirbt, das wird fürchterlich sein. Was ist dann danach? Dann bin ich alleine, dann ist er weg, dann ist alles anders. Und es gibt ein Nachdenken, ab wann kann ich wieder das tun, was ich möchte. Und ich finde, am anstrengendsten, mit einem todkranken Menschen zusammen zu sein, ist nicht zu wissen, wie lange es geht. Es gibt ja ganz viele so, so Emotionserwartungen, die hat man an sich selber und die haben auch andere. Wie schön man was finden soll, wie schlimm man was finden soll, wann man traurig wird, wann man glücklich ist. Und man kann nicht jeden Moment genießen zum Beispiel. Das ist einfach Quatsch, ist nicht möglich. Und jetzt gerade kämpfe ich ganz schön mit mir. Oh Mann, ey. Dass deine Haare immer grauer werden, ist ja kein Wunder, ne? Ja, so sieht's nämlich aus. Ja, eine Scheißkrankheit, oder? Das war so ein paar Tage zwischendrin richtig schlecht. Da habe ich schon gedacht, mein lieber Scholli, und Gude hat auch richtig so Angst gekriegt. Mhm. Und warum ist es so, dass es irgendwie schlechter wird? Weil der Tumor wieder wächst. Wächst wieder? Ja. Und Gude sagt auch, dass er das richtig merkt. Ne? An der Hand merkst du es. Ja. Wie merkt man das denn an der Hand? Krass. Ja. Die schlottert so und, die, ja, und du ja. sagst, sie wird taub manchmal, ne? Ja, und von der Sprache natürlich auch. Ja. Ja. Das muss ja auch nervig sein, ne? Wenn man dann so nicht die Worte findet, ne? Oh. Mhm. Mann, oh Mann, das ist echt scheiße. Und Gude war ja wirklich ein Quassler, ne? Ja. Ja. Also das, ja, auf jeden Fall. Da kam ich ja irgendwie als Friseur kaum zu Wort. Ja. Und das soll schon was heißen. Ja. Ich habe 4 Stunden am Stück quasseln können und wurde nicht heiser. Ja, krass. Je weiter der Tag voranschreitet, desto schwieriger wird es, denn wenn der Mann sich aufregt und dafür reicht eine Kleinigkeit, fängt er an zu zittern. Erst die Hand, dann der ganze Körper. Im schlimmsten Fall muss er seine Beruhigungstablette nehmen, die jeden gesunden Menschen komplett ausnocken würde. Bei ihm dämpft sie den Nervenfuror und verhindert einen epileptischen Anfall. Ich versuche also, mit möglichst allem einverstanden zu sein. Was ich damit meinte, als ich das aufgeschrieben habe, dass ich nicht mehr immer so sein kann, wie ich bin, dass ich zum Beispiel, wenn mir was nicht passt, ne, wenn du was von mir forderst, was ich nicht will, oder was sagst, was ich doof finde, was ja immer noch passieren kann, ne, dass ich dann nicht sagen kann, so, hä? Und einfach so reagieren, wie ich das normalerweise machen würde, schnell
bisschen lauter, temperamentvoll, weil ich weiß, dass dann bei dir das ja körperliche Reaktionen hervorruft, die dich komplett außer Bahn werfen. Und um das zu vermeiden, reagiere ich anders, als ich es normal, als normal für mich wäre. Das weißt du auch, ne? Mhm. Ja. Und das ist eine Einschränkung, die mir eine Zeit lang auch sehr schwer gefallen ist. Aber ist halt so, ne? Mhm. Da musst du ja auch bei schwer fallen. Ja, danke. Ausgleichende Gerechtigkeit. Aufregen kann ich mich nicht mehr. Weil ich mich unabhängig von dem Grund extrem aufrege. Mag er auch noch so nichtig sein. Früher war es ja der perfekte Jongleur. So als Bauingenieur gerät man ja ins Chaos. Die Ringe an 20 Seiten auf. Und ich war ein guter Bauingenieur. Für alles braucht man eigentlich Aufregung. Und wenn dir die weggenommen wird, musst du akzeptieren, du wirst nicht richtig verstanden, du kannst nicht dein Recht durchsetzen, du kannst verarscht werden, du kannst weggeschickt werden. Die Vermeidung von Aufregung bedeutet, dass man eigentlich einen totalen Machtverlust. Und deswegen ist es natürlich ätzend. Das heißt ja auch zum Beispiel, er geht ja Wege, die er nur deswegen geht, damit niemand ihn erschrecken kann. In Geduld üben. In geduldig sein. Das ist meine letzte Übung. Du Geduld wird dich gezwungen. Gnadenlos. Und das, wo ich so ein ungeduldiger Mensch war. Ich bin auch viel geduldiger geworden. Ich bin mir meiner eigenen Wut auch mehr bewusst. Also wo so Ungerechtigkeiten in meinem Temperament sind, habe ich auch. Und das ist ganz gut zum Beispiel auch im Umgang mit meinem Sohn. Dass ich jetzt merke, dass ich manchmal auch ganz schön ungerecht fordernd und überheblich in meinen Forderungen bin, gewesen bin oder immer noch bin. Oder wenn ich so bin, dann fällt mir es schneller auf. Wir wohnen hier zusammen, mein Sohn Lloyd und ich. Und als ich Gude kennengelernt habe, hat Gude mit seinem Sohn Johnny zusammen gelebt in St. Pauli in der Hafenstraße. Und als die Krankheit fortgeschritten ist, ist Gude zu mir gezogen, weil er alleine nicht mehr klargekommen wäre. Am Anfang hatte ich Angst, dass meine Mutter sich mehr ihm zuwendet und weniger mir. Und ich wusste gar nicht, auch wie ich mit ihm reden soll. Weil er kann nicht mehr richtig gut reden. Und wie verstehe ich ihn dann die Geduld? Das muss man sich ja erstmal angewöhnen, wenn man ihn anspricht, dass er überhaupt erstmal
nachdenken muss und dann erst antwortet. Also ohne die Diagnose war es ja vorher so, dass er sehr, sehr, sehr viel geredet hat und sehr, sehr gut diskutieren konnte man immer mit ihm. Und er hatte immer recht und war einfach ein relativ starker Klugscheißer. Dass eine Krankheit an Menschen einfach so mit einem Fingerschnipsen, der hat einen Tumor im Kopf, boom, neuer Mensch. Kannst du das selber auftun oder soll ich das machen? Nee. Kannst du das doch auftun? Ja. Es ist einfach anstrengend, mit ihm zu essen, weil er nicht mehr die motorischen Mittel dafür hat, normal zu essen. Also ich spreche dann auch nicht mit ihm, weil ich das Gefühl habe, für ihn sind zwei Sachen gleichzeitig machen, zum Beispiel beim Essen, einfach zu viel. Und dann habe ich immer Angst, dass er dann einen epileptischen Anfall bekommen kann, zum Beispiel. Und ich möchte nicht, wenn er einen epileptischen Anfall hat, vor ihm stehen und ich, dann in dem Moment habe ich auch Angst, dass ich doch nicht weiß, was ich machen soll. Was mich einfach immer wieder erschreckt und schockt, dass es aus dem Nichts ein Mensch, der eigentlich wahrscheinlich noch so viel will, aber es einfach nicht mehr kann. Ja, das ist am gemütlichsten. Ja. Das ist doch am gemütlichsten. Ja. Ja. Ich habe mit Gesundheit in dem Moment abgeschlossen, wo die Diagnose klar war. Also natürlich habe ich auch geheult in den ersten Wochen, aber also die Krankheit hat ja auch was Positives. Also du verschwendest keine Zeit mehr. Das ist, gibt's nicht mehr. Das verschwende ich keinen Gedanken dran. Das habe ich abgehakt. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich finde es irgendwie, also ich finde es absurd, dass das erst ein Jahr, ja, anderthalb Jahre her ist. Das ist anderthalb Jahre jetzt, ne? Ein Viertel, ja. Weil es ist zwei so, also unterschiedliche Menschen sind, aber ich sehne mich auch nicht zurück. Also eigentlich aus den, nicht als Bewertung, so, weil ich jetzt denke, der Gude, der wäre der attraktivere oder der Gude ist der bessere oder so, sondern einfach, das ist halt weg. Also der ist ja, so ist der nicht mehr. Und jetzt, ich finde dich, du siehst gut aus. Ich finde dich gut und ich nehme dich. Ja. Ich will auf keinen Fall diese komische Glatze nochmal haben. Ich vermisse ein bisschen den muscheligen Bart. Der wächst ja jetzt nicht mehr so. Ne? Mhm. Den kriegen wir nicht. Doch, den noch hinkriegen. Ja, du würdest den noch hinkriegen? Ja, dann kannst du den wieder so ein bisschen flauschiger wachsen lassen, bitte. Ja. Dann hätte ich den gerne noch mal so ein bisschen flauschiger. Ich möchte noch leben, aber das ist definitiv das Ende. Was ist der Tod für mich? Eigentlich ist es das Löschen der Festplatte. Also ich glaube nicht an Gott. Ich bin auch kein bisschen spirituell veranlagt. Ich bin eigentlich klassisch Ingenieur. Denkst du es immer noch? Ja. Und jetzt so für mich? Hast du überhaupt nicht so ein Bild von, wenn ich denn gegangen bin, dann werde ich auf euch aufpassen oder sowas? Nee. Und dann bin ich weg. Ja. So ein Glas Wasser? Ja.
seine Sprachfähigkeit geht wirklich im 3-Tages-Rhythmus, nimmt die ab. Aber ich glaube immer noch nicht, dass wir schon in der letzten Abteilung sind, sozusagen. Ich kann halt nicht mehr sprechen. Und das macht die Sache komplizierter. Ja. Oder? Ja. Weil ich manchmal auch nicht verstehe, ja, was du mir sagen willst, ne? Und so aus Spaß quatschen geht irgendwie gar nicht mehr. Ja. Normalerweise, wenn Gude vom Spaziergang nach Hause kommt, also Grissi ist ja immer schmutzig, weil sie immer in der Elbe baden geht, dann stehst du immer im Flur und dann sagst du, oder im Vorflur, und dann sagst du immer, bleib. Und dann muss sie warten. Und dann sagst du, komm. Und dann kommt, darfst du in die Küche rein. Und der zweite Befehl war dir verloren gegangen. Du wusstest nicht mehr, was du dann immer sagst. Dann hast du da in der Küche gestanden und hast gesagt, das sage ich immer. Und dann habe ich gedacht, damit du darüber nicht mehr nachdenken musst, deswegen schreibe ich die 4 wichtigsten Befehle, die hier in der Küche ausgeübt, also nicht für draußen oder so, sondern hier in der Küche gibt's friss, bleib, komm, sitz. Und damit, falls die mal durch den Tüdel geraten und du nicht nachfragen musst, weil es ja irgendwie auch ein bisschen scheiße ist, habe ich die da hingeschrieben. Ich habe das schon einmal genutzt. Ja? Ja. Siehst du? Ja. Neulich hast du mir dann auch mal ganz schnell deine Geheimzahlen gesagt. Fürs Handy und so. Weil wahrscheinlich hast du das dabei gedacht, ne? Verdammt, wenn ich die vergesse, ist nicht so gut, weiß keiner. Aber ich glaube, sonst haben wir alles sozusagen besprochen. Falls es jetzt so wäre. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine große Auswirkung auf eine Beziehung hat, wenn man sich nicht mehr unterhalten kann. Also nur auf die eigenen Empfindungen angewiesen ist und keine Rückkopplung mehr hat. Und man kann es nicht einfach ersetzen. Ich fühle mich so gefangen. Oft. Ich frage zum Beispiel jeden Morgen, frage ich ja Gude, und wie hast du geschlafen? Und wie geht's heute so? Wie fühlst du dich? Dann später nochmal, wenn er vom Spaziergang zurückgekommen ist, wie war's? Hast du wen getroffen? Und wie fühlst du dich? Und abends, war heute ein guter Tag oder war heute ein schlechter Tag? Aber ich krieg nie eine Frage zurück. Er zieht sich immer weiter in sich zurück, weil er natürlich auch total fokussiert ist auf die letzten Sachen, die gehen und die ihn natürlich auch total anstrengen. Und ich ziehe mich auch zurück, weil dann es gibt ja nichts mehr gemeinsam zu tun. Gude hat ja sein ganzes Leben lang Musik gemacht. Mit 15, 16 hat er seine erste Punkband gehabt. Und um sich dann in eine bürgerliche Existenz zu retten, hat er mit Anfang 20 aufgehört. Und hat dann mit Anfang 50 wieder angefangen und Musik gemacht. Also als klar war, dass die Gitarren vielleicht irgendwann mal weg müssen, ne, eines Tages, habe ich gedacht, ups, weil ich kenne mich ja mit Gitarren überhaupt nicht aus. Ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Und dann habe ich von jeder Gitarre ein Foto gemacht. Hier ist eine Reisegitarre.
Die kann man so zusammenlegen. Die hast du auch immer mit ins Krankenhaus bei den ersten Operationen, ja. bei den ersten beiden Operationen mit ins Krankenhaus genommen und da auch gespielt. Weil nämlich durch die Koordination ja. natürlich das Hirn trainiert wird. Beim dritten Mal nicht funktioniert. Nee, beim dritten Mal ging das nicht ja. mehr. Und jetzt funktioniert die Koordination rechts und links einfach nicht mehr. Deswegen Gitarre vorbei. Irgendwann habe ich bei einem Abendessen ihn gebeten, mir von jeder Band, in der er jemals mitgespielt hat, die drei besten Songs zu nennen. Und wir stellen sozusagen dein musikalisches Vermächtnis zusammen. Unser Freund Rüdiger, der das beruflich macht, hat ihm das dann zum Geburtstag geschenkt. Gude, findest du, dass irgendeins von den Stücken so wie so eine Art Soundtrack ist? Also, wo du sagen würdest, das passt zu dem, was gerade los ist? Ja, Spuren. Spuren, okay, gut. Als letzter Song. Im April bei einem Spaziergang im Wald sagte mein Mann, das ist wohl mein letzter Frühling. Seitdem muss ich über diese Formulierung nachdenken. Irgendwann ist für alles das letzte Mal. Wie leben wir damit? Was bleibt, ist die Erinnerung. Meine Sammlung der letzten Male ist ein Erinnerungsvehikel für seinen Sohn Johnny. Weißt du noch, wie du das letzte Mal mit Papa auf dem Motorrad unterwegs warst? Seitdem ich lebe, bin ich von Motorrädern umgeben. Und dann mit 4 habe ich angefangen, selber dazu zu fahren. Bei 2,5 Fahrrad fahren. Also Papa hatte damals gesagt zu mir, weil ich unbedingt meinte, ja, ich will auch fahren. Ja, ich besorg dir eine, wenn du Fahrrad fahren kannst. Und irgendwie 2 Wochen später konnte ich Fahrrad fahren, obwohl ich noch einen Schnuller hatte. Und dann hieß es, oh Scheiße, ist doch noch viel zu klein dafür. Also generell Motocross war bei mir immer so, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, an irgendwelche schönen Momente, war es eigentlich zu 99,9% alles vom Motocross. Mal diese Badwoche oder die Rennen, wie wir abends gegrillt haben.
Und mit den ganzen Leuten da. Da denke ich mir auch immer, dass ich das gerne mit meinem Sohn irgendwann auch machen möchte. Das Komplizierte an den letzten Malen ist, dass man erst in der Rückschau sicher wissen kann, dass sich eine Tür geschlossen hat. Dem letzten Mal wohnt kein Zauber inne. Ende November hatte Gode an einem Vormittag 3 Krampfanfälle hintereinander weg. Und eine Woche später habe ich auch gemerkt, das kriege ich nicht hin. Dann habe ich im Hospiz angerufen und die haben uns auch ganz schnell den nächsten Platz freigemacht. Das war wie eine Bergabfahrt, also eine Schussfahrt, als ob die Handbremse gelöst worden wäre und dann ging es los. Ich war wütend auf diese Krankheit, die irgendwie es nicht mehr möglich macht, miteinander einen Umgang zu haben, irgendeinen. Und er war stinkend wütend, also wollte nicht mehr. Ja. Ich glaube, dieser Krebs hat einfach in seinem Kopf randaliert und hat alles kaputt gemacht. Scheiße. Also es war nicht schön. Es gab eigentlich nur ganz wenige ruhige und friedliche Momente noch zum Schluss. Das musste ich lernen erstmal, dass es eben auch so zu Ende gehen kann, dass es für keinen mehr schön ist. Irgendwann saß ich da an seinem Bett und dachte, jetzt schaffst du noch eine Nacht, ne? Du irrer Typ. Und dann musste ich nach Hause Hundefutter holen, weil ich schon alle Leckerli verfüttert hatte und es war nichts mehr da. Und dann ist er gestorben, als ich rausgegangen bin und nach Hause gegangen bin. Ich dachte, Mann, du hättest doch warten können. Es war wie, wenn man was nicht zu Ende bringt. Die Verwunderung darüber, wie jemand einfach weg sein kann, die bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach weg bist. Weißt du? Von einem Tag auf den anderen einfach weg. Und ich würde es hilfreich finden, wenn was bleibt. Ich weiß nicht was. Ich liebe dich. Ich dich auch. Eine Sache möchte ich noch sagen. Das Wissen ist so unendlich groß. Und dann gibt es eine Sache. Ums Verrecken weißt du nicht, was auf der anderen Seite ist. Und keiner weiß es. Niemand weiß es. Wo geht der hin? Wo bleibt der? Was? Es gibt keine Antwort. Auf alle anderen Fragen gibt es irgendeine Antwort. Und auf diese eine Frage, was kommt danach? Nichts. Keiner weiß es.